Feuchte Wildnis von Schwarzmarsch von Cerentil. Während der Zeit des Zweiten Kaiserreichs wurden die gewaltigen Sümpfe um Schwarzmarsch vom Kaiserreich annektiert. Natürlich bevorzugten die stumpfsinnigen Elfen und andere Bewunderer dieses nässenden Geschwürs am Hintern von Tamriel den Namen Argonia, in Erinnerung an ein uraltes Schlachtfeld, auf dem ihre Vorfahren ihr Leben ließen. Das mag auch der Grund dafür sein, dass man es als angemessen betrachtete, den Urstämmen der Echsenmenschen in unserer Gemeinsprache den Namen Argonia zu geben. Unbestritten ist jedoch der erbärmliche Zustand dieser Provinz, die schon trieft vor Verwüstung und Gestank, die Narben vergangener Kriege und gegenwärtiger Plünderung entstellen dieses ohnehin schon unwirtliche Grenzland. Begebt ihr euch jedoch weiter ins Innere, so entfleucht euch das finstere Herz von Schwarzmarsch. Seine Elemente vereinen sich, um Forschungsreisende mit Krankheiten zu schlagen, die sowohl Wirklichkeit als auch Einbildung sind. Die Bewohner dieser Provinz genießen eine Anonymität, die ihresgleichen sucht. Die frühen Forscher der Altmeri und der Dichter Topal der Navigator beschrieben Reptilien auf zwei Beinen. Flink zu Fuß und überall in diesem großen Moor unterwegs. Laut ihren Berichten war der Ort verlassen und für Siedler unbrauchbar. Allerdings kämpften primitive Menschen wie die Kotringi, frühe Meer wie die basebischen Aleiden, sowie Verwandte der Katschit wie die fuchsartigen Lilmutit erbittert um ihren eigenen Anteil an diesem ungesunden Refugium.